So, hallo Leute, ich wollte euch ein Mittelback-Around und Ring-Back-Around zeigen, weil viele nachgefragt haben, aber es ist eigentlich 1:1 dasselbe wie der normale Corian-Back-Around. Ihr habt es ja schon gehört, es ist wie dasselbe wie der Corian-Back-Around. Also die, wo Corian-Back-Around nicht können, sollten das erstes Mal den lernen. Ja? Schreibt man K-O-R-I-A-N, also R-I-A-N. Ja? Gut. Ich habe kurze Auffrischung, ich mache es in Fast. Erklärung. Achtung auf den Center of Gravity. Von oben ist es eine Kreisbewegung. Grob gesagt. Ich stehe auf dem Kabel. Ja, jetzt. Gut, von oben ist es eine Kreisbewegung. Ja, seht ihr ja so die Handbewegung. Von vorne ist es wie eine Kreisbewegung. Und von der Seite ist es dann eher wie so eine Schräge. Da sind die beiden Kreisbewegungen vermischt, genau. Es muss alles zusammenpassen. Gut. Dasselbe gilt, wie gesagt, auch für Middleback, Ringback, Pinkyback und so weiter. Der Unterschied ist nur, man spannt ihn hier in 23 ein. Ui, wer hätte es gedacht? Die, wo denken, ja, wie hast du ja bei Background Fall erklärt, hier in 12 einspannen, sage ich, ja, ist ja in Ordnung, weil man muss ja noch einen Fingerless Pass machen. Was das ist, Forum fragen, Leute. Ja, wer es noch nicht kennt, kann das schreiben. Gut. Man sieht jetzt, ich habe es jetzt in 23 eingespannt, habe auf den Center of Gravity geachtet, habe vor den Fingerspitzen, was bei eigentlich fast jedem Pen-Spinning-Trick wichtig ist. Gut, und jetzt sieht man hier zwei Finger, die einfach sinnlos sind. Ja, man kann sie abpacken, aber danach kann man immer Pen-Spinning machen, also lasst man sie dran. Wichtig, ja. Der ist sowieso egal, den lassen wir hier wegstehen und den lassen wir so. Ja. Jetzt denkt jeder, wenn er jetzt den macht, kommen wir hier an. Ist aber nicht so, Leute. Denn, wenn ich ihn jetzt wegnehmen würde, würde ich anstoßen. Aber ich fange jetzt mal an mit dem Middleback-Around. Jetzt gehe ich übrigens mit der Bewegung wieder zurück. Und jetzt ist er hier heraus und ich kann den nach unten drücken. Seht ihr das? Ich kriege den jetzt nicht komplett weg, sondern bloß ein bisschen, damit eine kleine Lücke offen ist. Und der Stift geht hier rein. Ja, nichts Besonderes. Damit ihr mir glaubt, dass das wie beim Back-Around ist, nehme ich mal die Finger so weg und wir nehmen mal an, das wäre der Zeigefinger. Und ihr seht, selbe Bewegung, es passiert genau dasselbe, 1:1. Oh, beautiful. Gut, kommen wir gleich mal zum Ring-Back-Around, weil der ist ein bisschen schwerer. Und zwar muss man bei dem Trick einfach achten, dass ihr die Hand beim Down hält beim Trick. Also ihr fangt das so an vielleicht. Und jetzt, wenn er zurückgeht, muss die Hand beim Down gehen. Okay? Das sieht von oben so aus. Ja? Und ist halt schwerer als Middleback Around. Ja? Die Haltung allgemein ist ungewohnt, dass ihr hier eine kleine Lücke offen habt, ist schon mal ein bisschen ungewöhnlich. Und dadurch, dass ihr die Hand so beim Down habt, zerrt es vielleicht hier drin ein bisschen. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Ja? So eine Klippe schlimmer. Weiß ich. So, gut. Ihr müsst auf verschiedene Fehlerquellen achten. Ja? Also übrigens, Ring Back Around geht natürlich im Ring, ist ja klar, ne? So. Ja? Klicken dann halt zwei Finger ein. Seht ihr? Zwei Finger knicken ein. Ist nichts Besonderes, ja? Wie gesagt, wie Middle Back Around, dann bloß halt das zwei Finger einknicken. Ich wiederhole mich zum dritten Mal eigentlich schon, aber gut, jetzt habt ihr es kapiert. Gut, Fehlerquellen. Was ich euch eigentlich nicht mehr sagen muss, Center of Gravity. Ja? Zu nah dran, geht er nicht um den Finger, zu weit weg, fliegt er weg. Cool. Das kann man sich sogar merken. Also zu weit weg, da hat er einfach zu hohen Hebel und er fliegt einfach wild durch die Gegend. Den Abstand müsst ihr halt rausfinden, wenn ihr Current Background könnt, was ja Voraussetzung ist eigentlich, dann ist das für euch kein Thema mehr. Ein anderes Thema ist, er geht nicht um die Finger, also allgemein. Es liegt vielleicht daran, dass ihr die Bewegung anfängt und dann hier rumstoppt. Also ihr holt so den Push, der bewegt sich und jetzt hört's auf. Ist nicht so. Ihr müsst nach oben und wieder nach unten drücken. Dann geht er schon mal um den Finger. Ist wichtig. Ja? Gut. Ein anderes Thema kann sein, ihr habt die Hand, den Winkel hier, nicht gut. Es ist am Ende eigentlich egal, wenn ihr ein bisschen besser ist könnt. Am Anfang solltet ihr vielleicht ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht übertrieben senkrecht das so habt. Und auch nicht so.
Habt ihr es zu weiter so, kann sein, dass der Stift nach hinten rutscht, so natürlich nach vorne. Ja, die Schwerkraft macht es möglich. An sich muss man sonst nicht mehr viel beachten. Wichtig ist halt bloß, dass ihr den über die vorderen Glieder macht, also bis zu dem Knöchel hier. Seht ihr das? Dass der hier rumgeht und nicht hinten rum. Weil wenn ihr hinten rum umgehen lässt, dann ist erstens mal die Gefahr größer, dass er nach hinten rutscht. Und außerdem kann man den schlechter fangen. Ja? Und vor allem schlechter weitermachen danach. Das ist wichtig für Kombos. Ihr wollt ja Kombos können, Leute. Hier. So. Ihr seht, es geht nur hier rum bei mir. Das erreiche ich also am Anfang schon mal wegen diesem Push. Ja? Dann als nächstes, weil ich die Lücke hier nicht komplett aufmache, sondern den Finger halt so dazu presse. Ihr seht, ich presse den so ran, die Lücke ist zu. Ja, und ich mache nur so. Ja? Anders erreicht ihr das auch noch, wenn ihr zu langsam das macht. Ist auch nicht gut und rutscht da auch noch hinten. Ihr müsst eine gewisse Geschwindigkeit drauf haben, um es leichter zu haben. Ja? Ihr macht einfach die Bewegung, stur durchziehen, zack, fertig. Und nicht. Ja, nicht so. Sondern zack. Ja, wie der Blubber vom Spinat, der macht auch nicht Blub, sondern Blub. Ja, gut. Dasselbe gilt übrigens bei den anderen Backgrounds auch. Also übt es mit einer gewissen Geschwindigkeit. Nicht zu langsam und vielleicht dann auch nicht zu krass schnell, ja. Je nachdem, wie es euch gefällt. Beim Ring Backaround, wie gesagt, achten, dass ihr die Hand Palm Down macht. Ja? Was eine andere Fehlerquelle noch ist, ist, ihr macht diesen Backaround und dann versucht ihr, also ihr macht diese Bewegung bis zum Ende und dann versucht ihr zu korrigieren. Macht es nicht, ihr macht die Bewegung und Stopp. Bewegung und Stopp. Und dann muss der Stift eigentlich selber das machen. Ja? Das ist vor allem gefährlich beim Ring Backaround, dass ihr zu fest korrigiert. Ja? Versucht es einfach einen Schwung. Gut, das war jetzt halt, das lag jetzt übrigens dran, weil er hinten rum ist bei mir. Ja? Schönes machen. Beim Ring Backaround hilft übrigens auch immer, wenn ihr die Hand ein bisschen nach vorne neigt. Weil dann rutscht der Stift natürlich nach vorne und nicht nach hinten. Kleiner Tipp. gut. Ich habe jetzt eigentlich an sich alles erklärt. Schaut euch mal die Zeitlupe an, nehmt euch viel Zeit beim Üben. Es ist wie gesagt nicht schwer. Und ja, dann könnt ihr euch an Backaround Fall auf jeden Fall dann machen, ja? Gut. Viel Spaß bei Zeitlupe anschauen und wenn Fragen sind, könnt ihr es wieder schreiben, ja? Viel Spaß, ciao, ciao!